Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute geht es mal darum, wie Partnervereine sich positiv auf deinen Nachwuchs auswirken können. Und da halt besonders darum, wie du bessere Jugendspieler kriegst. Wir sehen jetzt hier schon, dass wir halt bei Man City sind. Die haben halt extrem viele Partnervereine. Das wird ein bisschen dauern, bis man so viel hat. Die haben ja zum Beispiel Anderlecht, Celtic, was auch immer. Und hier steht halt immer, was der Nutzen ist. Ich habe jetzt hier angefragt, schon ein bisschen davor, halt, dass Anderlecht Jugendspieler bei uns zum Erfahrungsgewinn mittrainieren lassen kann und die besten Jugendspieler bleiben dann halt bei uns der Jugend. Das habe ich auch zum Beispiel angefragt bei Girona oder was weiß ich, Celtic. Und wenn dann halt die Jugendspieler kommen, sind halt hier auch welche aus anderen Nationen dabei, das ist auch so oder so manchmal so klar. Aber zum Beispiel hier einer aus Australien, weil wir da einen Partnerverein haben, oder aus Amerika. Und somit kann man sich halt nochmal bessere Jugendspieler reinholen. Bei Man City ist es natürlich schwer, weil der Maßstab für einen guten Jugendspieler extrem hoch liegt, weil das Team natürlich sehr talentiert ist. Trotzdem seht ihr schon, dass hier zum Beispiel einer aus der Elfenbeinküste dabei ist, oder zum Beispiel aus Australien oder Dänemark. Und wenn wir mal gucken, sehen wir zum Beispiel, dass wir einen Partner in Dänemark haben, wo die Jugendspieler bei uns mittrainieren. Oder zum Beispiel in Australien. So kann man sich dann so ein wirkliches Netzwerk aufbauen, einfach nochmal die Nachwuchsabteilung aufs nächste Level heben. Ihr könnt halt selbst Partnervereine auch anfangen, dazu geht ihr auf Vereinsziele, anfangen an den Vorstand, Vereinsnetzwerk, Partnerverein. Da kriegt ihr hier so ein paar Optionen, es gibt auch andere Optionen, aber wir konzentrieren uns jetzt nur auf die hier unten rechts. Ich habe mir überlegt, dass es sich lohnen könnte, eine Partnerschaft mit einem Verein anzustreben, der unsere Chance verbessert, junge Talente aus dem Ausland zu verpflichten. Das fragt ihr halt an, sie nehmen es halt nicht immer an, das werden sie jetzt wahrscheinlich nicht machen, weil wir schon so viele Partnervereine haben. Wenn ihr es halt annehmt, kriegt ihr nach 2 Wochen, 3 Wochen eine Nachricht und könnt halt einen von 4 Partnervereinen auswählen. Und so könnt ihr halt eure Jugendmannschaft nochmal aufs nächste Niveau heben. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, sich so ein richtiges Netzwerk aufzubauen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das schon gewusst habt. Und dann war es das eigentlich auch schon. Dann ciao, bis zum nächsten Mal.